nächtigen wir, wenn es uns gegönnt ist. In diesem hundefreundlichen Hotel. Ne, Baby? Heute gibt's Scholle. Ohne Haut. Hamburger Pannfisch? Und? Nee. Und? Und schmeckt's dir, Oma? Ja. Schmeckt gut? Und wie gefällt dir das Essen allgemein hier? Ja. Doch gut, ne? Ja. Man kann sich immer was aussuchen. Ja. Danke. Ich nehme euch mal mit zum Buffet, zeige euch, was das gibt. Hier kann man das Essen mit einer schönen Suppe beginnen. Scholle, Pommes, Rindfleisch, blutig, frittierte Eier. Noch nie gegessen, noch nie gesehen vorher. Hier werden die Reste halt verwertet, ne? Pizza, Pasta. Oder aber einen schönen Salat. Oil of Olas. Und hier gibt's noch Nachtisch für die kleinen Naschkatzen. Und sogar Eis. So, ich hoffe, ihr habt den kleinen Eindruck bekommen von dem Buffet. Bratapfel. Oma Renate liebt Bratapfel. Gänsebraten oder Entenbraten tue ich ja immer Apfel. Ja, Bratapfel mit rein, ne? Ja. Schmeckt auch lecker. Also das mag ich sehr. Und der schmeckt auch gut? Hat aber in der Familie keiner gegessen. Nee. Ich bin auch nicht so der große Bratapfel-Freund. Schmeckt gut? Ja. Ja. Mit Zimt. Ach, das ist ja. Oder Sie haben da. Datteln noch mit reingepackt. Scheinbar, ne? Datteln reingepackt. Sieht so aus. Oder ist ein Kokon? Scherz. Los, stürzen wir uns ins Nightlife von Playa del Carmen. Oh, verkehrt. Nochmal. Hetz mich nicht. Wir stürzen uns jetzt ins Nightlife von Playa del Palma. Ja. Stürzen wir uns ins Nightlife von Playa del Palma. Oh feia, oh feia. Wenn das mal gut geht. Oma, was ist das hier? Was machen die da? Ja, was? Piepshow. Girls, girls, girls. Wollen wir mal klopfen? Baby ist auch dabei, auf Party-Tour. Ja, wir sind wieder in Palma unterwegs. Robert hatte Hummeln im Hintern und... Playa de Palma. Palma ist die Hauptstadt von... Wir sind wieder auf dem Ballermann unterwegs. Robert hatte Hummeln im Hintern und es ist echt ein lustiges Treiben. Die einen gehen jetzt vom Feiern nach Hause, die anderen sind inzwischen wieder so fit, dass sie weiter zum nächsten Feiern gehen, also haben sich ausgeruht und gestärkt. Und es ist ein reges Nachtleben, was sich hier abwechselt. Baby ist auch dabei. Die lasse ich aber heute nicht mehr raus, weil mir die Leute zu besoffen sind und alle wollen sie anfassen. So, oh, ist der süß. Und zumal hat sie ja vorhin auch noch mal gekotzt. Und da will ich sie jetzt nicht überstrapazieren. Ich muss euch auch gleich noch mal die Bucht zeigen, bei Abend, bei Nacht. Die ist so schön beleuchtet. Und Renate war ja auch schon öfter hier und die erzählt immer ganz gerne aus ihren Anekdoten. Du willst weiter? Ich dachte, du erzählst uns jetzt. Dann seid ihr zur Kathedrale gegangen. Bis zur Kathedrale gelaufen und ja.
war ja Endstation hier von dem Bus, der aus Arenal fuhr. Und dann konnten wir da wieder einsteigen und nach Hause herfahren. Und dann, ja, Palma ist auch echt eine schöne Stadt, auch mit dem Hafen und so. Wir waren da im Hardrock-Café. Ja. Als ich mit Corinna haben wir eine Fahrradtour gemacht. Ja. Ist ja echt eine schöne Stadt. Doch. Wir sind extra auf der anderen Seite geblieben. Auf der anderen Straßenseite sind halt die ganzen Buden, die Einkaufsläden und aber halt auch die Restaurants. Und um die Zeit wird man ganz gerne angequatscht, man soll was essen, was trinken. Da wir ja aber Vollpersonen im Hotel haben, brauchen wir das jetzt leider nicht. Und deswegen haben wir uns einfach gedacht, wir gehen auf der Strandseite lang, einfach weil das Meeresrauschen ja auch so schön ist. Und zumal, weil wir keine Lust hatten, alle 5 Minuten angequatscht zu werden. Ja, aber wenn man was erleben will, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann sollte man sich einfach treiben lassen und einfach mal sich ein paar Angebote von den Leuten einholen. Manche locken auch mit gratis Drinks, wenn du bei ihnen was isst. Ja, einfach mal was probieren. Ist das ein Tier? Was ist das? Ein Tier? Ich glaube, das hat Baby eben angegriffen, weil sie aus dem Raum getreten ist. Das ist ein Käfer oder so. Guck mal. Ihi. Das ist ein Käfer, ja. Ihi, der quietscht. Ja. Baby, nein, bleib da. Hör mal. Hör mal. Oh Gott, ist das eklig. Quäl die armen Viecher nicht. Oh, Baby ist da voll raufgetreten. Oh, Schatz, komm raus da. Oh, der war fast größer wie Baby. Das war voll eklig. Oh, der war fast größer. Hast du das gehört? Zeig mal. Warte. Ich hab jetzt kein Auto. Wir haben so einen ekligen Käfer gerade gesehen. So ekligen Käfer? Der war so groß und so dick. Und Baby ist aus dem raufgetreten und dann ist er so rausgekommen. Und dann. Da hat Corinna ihn provoziert mit dem Stock. Ja, und dann macht er nämlich immer. Baby, komm raus da. Macht er immer. Wenn du ihn ärgerst. Diese Grillen vielleicht? Nee, der saß in der Höhle. Oma sucht noch ein schickes T-Shirt. Für Oliver. Sorry Mädels, bin nur zum Saufen hier. Das ist geil. Voll ist er. Nicht holl ist er, sondern voll ist er. Guck mal. Für Baby ein T-Shirt. Ich habe eine coole Idee für ein T-Shirt, Corinna. Das Gesicht von Baby mit einer Ray-Ban Sonnenbrille auf. Yeah. Auf ein Muskelshirt. Mit Muskeln. Mit Muskeln. Na, ist was dabei? Nee. Zu primitive Sprüche, ne? Dann denke ich, ob wir da, wo wir jetzt schon welche gekauft haben, was aufdrucken lassen können. Was wollen wir darauf drucken? Für Oliver. Von Oma Renate. Champion. Oma Renate Gruppi. Nein. Ja, irgendwas Neutrales. Oma Renate Ultras. Na, was liest du da Schönes? Na, was liest du da Schönes? Ach. Guck mal hier. Von einer Schauspielerin und ihren Sorgen. Leute, guck mal hier unter der Liege. Was ist da? Was ist da? Ein Underdog.
hören jetzt. Das wäre voll cool, wenn du einfach jetzt mal eine Szene drehen hier. Von hier. Stell dich mal so davor. Ja? Dreh ich mal zu mir. Okay, du hast recht. Das ist gewerkt, aber leider zu spät. Bing! Was machst du mit mir? Oh, Baby hat fast was abbekommen. Baby, Kuss. Oh, ein kleiner Seehund. Darf ich mir nicht was machen? Ich hab die Kamera. Komm, umarmen. Hör auf, ich hab die Kamera. Was darfst du nicht? Geh her. Komm, gib mir mal. Revanche. Was? Jetzt kommt die Revanche. Hier, kannst du mal filmen, Oma. Da kann ich nicht mit umgehen. Muss nur halten. Nur halten? Und durchgucken. Was da zu sehen ist, das filmst du. So ein Ich. Kann ich? Nein, nicht schon wieder. Prost! Wie ist das denn? Oh, du kleiner Chilla! Chinchilla! Schmeckt gut? Ist das mit oder ohne Alkohol? Dass du den Alkohol nicht rausschmeckst, ist doch klar. Schmeckst du da Alkohol raus? Nee, ne? Ja. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen. Wir wollten euch einfach mal hier einmal den chillen Sonnenuntergang zeigen. Und zumal, auch wenn das hier so eine ganz unscheinbare Ecke ist, weil das halt nicht mehr zum Ballermann offiziell gehört, na gut, finde ich es trotzdem einfach eine wunderschöne Ecke, weil hier, Baby, bleib hier, weil hier einfach die Palmen so schön im Strand, am Strand stehen und ja. Gerade zur Dämmerung und wenn die Sonne untergeht, kann man hier echt tolle Fotos von Sonnenuntergängen machen und das ist einfach so herrlich urlaubsmäßig. Also ja, hier stehen wir gerne und gucken einfach mal aufs Meer hinaus und beobachten. Ja, El Arenal hat wirklich einen tollen, wunderschönen Strand, den wir leider nicht benutzen können, wegen Baby. Aber das nehmen wir gerne auf uns für dich, ne? Hier machst du. Auch da hinten die Berge, wolkenverhangen. Kann man das überhaupt sehen auf der Kamera? Ja, das ist echt ein tolles Spektakel. Also ganz schön. Mallorca ist so vielseitig. Also wer uns erzählen will, dass es immer nur Saufen und Party ist, der hat sich einfach nur noch nicht ordentlich umgeguckt. Genau, Mallorca ist nicht nur Ballermann. Also, auf in den Bierkönig! Genau, wir sind heute Abend hier nochmal unterwegs. Wir waren gestern ja schon unterwegs. Die Aufnahmen waren leider nicht so gut geworden. Und außerdem... Vielleicht schneiden wir das alles ein bisschen zusammen. Außerdem dann wundert euch nicht, wenn wir mal andere Klamotten anhaben. Ja, und ich würde sagen, für Gelegenheit wollen wir los. Oma Renate ist auch schon irgendwo vorgetrottet. Die shoppen da drüben. Klamotten. Ja, mal... Such für Olli noch ein T-Shirt. Ich bin es ausnahmsweise mal nicht. Ja, Oma Renate ist ein bisschen kritisch. Die möchte halt nicht die typischen Mallorca-T-Shirts, weil sie sagt, das ist ihr zu primitiv. Die es darf nichts Sexistisches sein. Nein. Und nichts mit Alkohol. Und die ganzen Lieder hier am Ballermann kennt sie eh nicht. Damit kann sie nichts anfangen. Und
Deswegen möchte sie eigentlich am liebsten eins bedrucken lassen. T-Shirts. T-Shirts. Ja, mit der Das ist nicht gut. Für Olli? Wir kaufen ihm meine Schürze. Ei, 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 ei. Guck mal, auf dem T-Shirt ist ja Baby. Nein. Miss Piggy. Das ist nicht Miss Piggy. Kennst du das nicht? Was nicht? Ich mag nicht sowas. Mister, wie heißt der von Pippi Langstrumpf? Herr Nilsson. Herr Nilsson. So schön von dieser Angedacht. Ich mag das nur. Es gibt doch keine roten Haare. Oma, wie wär's mit so ein paar Blinkschuhe für dich? Nein. Hier. Sowas mag ich nicht. Das ist ja was für Kinder. Ja, für dich. Da wird doch jeder wieder zum Kind. Oma, aber